Ihr Lieben, hier ist wieder eure Julia von Händchen in Hand und heute geht es um die wichtige Frage, wann fällt endlich die Schulpflicht in Deutschland? Diese Frage bekomme ich sehr oft gestellt und deswegen möchte ich dazu einfach ein Video machen, ohne Anspruch auf Hellseherei oder irgendwas, ihr wisst schon. Ich sehe gerade auf der Kamera, ich bin ziemlich hell geworden. Die Sonne fehlt wirklich in Deutschland, das muss man sagen. Jetzt bin ich gerade dabei, für euch noch einige Videos aufzunehmen. Und die seht ihr wahrscheinlich dann, wenn wir schon unterwegs sind. Und ich freue mich sehr, immer mit euch meine Impulse teilen zu können. Zum Thema Schulpflicht. Wann wird die Schulpflicht nun endlich fallen? Ich habe ja schon mal einige Videos gemacht, zum Beispiel, warum wir keine Lehrer mehr brauchen oder auch, wie die Schule den Willen unserer Kinder bewusst bricht. Das verlinke ich euch auch nochmal oben. Und natürlich ist die Schulpflicht in Deutschland ein Thema, was jeden tangiert, der sich für Freilernen oder auch für Homeschooling und für selbstbestimmte Bildung begeistert. Letztlich ist das hier natürlich legal noch nicht möglich und wir wissen natürlich auch nicht, wie lange das noch geht. Wir hatten ja schon mal so einen Fall mit der Wehrpflicht und heute gibt es keine Wehrpflicht mehr. Also gehe ich davon aus, umso mehr Leute sich dieser Bewegung auch anschließen, umso fixer kann das Ganze am Ende auch natürlich gehen. Ob es jetzt noch ein Jahr dauern wird oder zwei Jahre oder drei Jahre, das kann natürlich keiner wirklich vorhersagen, weil das ja von so vielen Faktoren abhängig ist. Also ja, das hängt natürlich zum einen sicherlich auch mit dem großen Dreh- und Angelpunkt Lehrermangel zusammen. Das heißt, wenn überhaupt nicht mehr genug Lehrer da sind, ja, was wollen dann die Leute machen? Ja, also dann können sie ja ihre Schulen einfach nicht mehr betreiben. Das ist ein Punkt natürlich, der immer extremer jetzt auch ins Gewicht fallen wird. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass man solche Missstände dann auch wirklich ordentlich kommuniziert und auch bekannt macht, damit einfach auch man sieht, ja, also wo bleibt dann noch die Qualität, ja, wenn dauernd Unterricht ausfällt und Kinder in der Schule Stunden alleine verbringen, vor allem die Älteren, ja, wo ist dann noch der Sinn, eine Schulpflicht aufrechtzuerhalten, wenn Kinder sich wirklich zwischendrin langweilen müssen oder einfach, wenn auch nicht fachgerecht vertreten wird und so weiter, ja. Wo ist dann der Sinn in diesem Narrativ? Also sowas auf jeden Fall auch immer anzeigen, also nicht anzeigen bei der Polizei, aber einfach sagen, ja, euch beschweren und sagen, ja, dann können wir auch selber das machen, ne. Und letztlich ist natürlich diese Pflicht, diese Schulgebäudeanwesenheitspflicht oder dieser Zwang, wie jede andere Pflicht, die jetzt gerade in der Diskussion steht, immer eine Bewusstseinsfrage. Es ist eine Frage des Bewusstseins. Wir haben ja eine große Gruppe von Leuten, die gerne frei lernen wollen, die Homeschooling machen. Und wir werden natürlich auch gerne mal in eine dieser Ecken gesteckt, ja. Und vor allem sind wir auch ein bisschen zersplittert untereinander, was eigentlich nicht so gut ist, ja. Und das kann natürlich super ausgenutzt werden von irgendwelchen Medien, um dann zu sagen, ja, also das sind sowieso alles solche, ne. Und letztlich haben dann die einen wieder Angst, sie werden dann mit denen verglichen und letztlich geht es eigentlich nur darum, diese Bewegung auch schlecht zu machen. Aber warum das so ist, na gut, das kann sich jetzt jeder selber denken. Aber letztlich stellt sich für mich dann immer die Frage, es wird immer so viel projiziert. Die bösen Eltern, ja, die mit ihren Kindern vielleicht dann ihre Gesinnungen irgendwie teilen wollen oder ihre Kinder manipulieren wollen oder religiös indoktrinieren wollen oder ihre Kinder isolieren wollen. Ja, keine Ahnung. Es sind immer die Eltern, die das machen. Weil es diesen Holzköpfen einfach nicht mal in den Sinn kommt, dass es vielleicht auch an den Kindern liegt. Ja, dass vielleicht die Kinder sich einfach nicht mehr wohl und geborgen fühlen in diesem Schulsystem. Ja, von gestressten Lehrern, die so kurz vorm Burnout stehen, dann immer angenölt zu werden. Dieser Druck mit den Noten und die frühe Aufteilung in verschiedene Schultypen. Das sind ja alles Dinge, die unseren Kindern zu schaffen machen. Und letztlich ist es einfach jetzt an der Zeit, dass das Bewusstsein dafür wächst, dass es nicht eben nur irgendwelche religiösen Fanatiker sind, was auch immer das heißt, oder dass es natürlich auch
Also ich persönlich habe noch keinen rechtsradikalen Freiländer kennengelernt. Das ist ja die größte Sorge im Moment, dass alle Menschen jetzt rechtsradikal werden. Ja. Und einfach, es ist an der Zeit zu sehen, es ist auch eine Bewegung von den Kindern aus. Kinder möchten gerne selbst bestimmen. Kinder kommen jetzt mit noch mehr Wünschen auf die Welt. Ja, die sind einfach nicht mehr so platt und klein gedrückt, wie wir das vielleicht noch waren oder unsere Eltern das noch waren. Ja, viele Eltern kümmern sich ja schon um bindungsorientierte Begleitung. Viele Eltern kümmern sich um Bedürfnisse ihrer Kinder. Und damit kann man natürlich dann nicht einfach Halt machen, wenn die Kinder 6 oder 7 Jahre alt sind, sondern diese Kinder verlangen dann natürlich auch, dass das durchgezogen wird. Also Mama und Papa, wenn ich nicht in die Schule gehen will, dann bitte sorge dafür, dass ich nicht in die Schule gehen muss. Und das ist letztlich einfach das, was ich wichtig finde. Das ist dieses Bewusstsein. Und wenn wir dieses Bewusstsein verteilen, ja, in die Welt rausscheinen, ausstrahlen mit unseren Kindern, wie wir mit unseren Kindern sind, diese Selbstverständlichkeit, ja, dass es eben nicht ein Muss immer sein muss, ja, dass ein Kind da und dorthin geht. Wem gehört denn das Kind? Dem Staat ja anscheinend dann, ja, wenn es dann mit einem gewissen Alter zwangsweise irgendwo in einer staatlichen oder staatlich anerkannten Institution sich einfinden soll, ja. Und letztlich ist das eine Bewusstseinsfrage. Es ist genauso wie bei der anderen großen Debatte im Moment die Bewusstseinsfrage, wollen wir einen Menschen wirklich zwingen? Wie fühlen wir uns denn hinterher, wenn wir jemanden zu etwas zwingen, was er nicht möchte? Ja, wenn der vielleicht sogar weint dann oder wenn er vielleicht total verzweifelt ist, ja, oder sich vielleicht sogar sein Leben nimmt. Haben wir dann erreicht, was wir wollen? Das ist so die große Frage, die in das Bewusstsein einsickern darf. Dieser Zwang und diese Kontrolle und ja, dieses ganze Herdenrumgerenne, das ist letztlich etwas, was nur durch Bewusstsein zu überwinden ist. Und wenn ich ein Bewusstsein entwickle für einen kleinen Menschen, der sich nicht wohlfühlt in der Schule und dass ich für den einfach andere Möglichkeiten schaffen muss, dann kann auch in der Gesellschaft dieser Prozess recht schnell ins Rollen kommen und dann kann es auch schnell gehen. Und deswegen ist jeder halt so wichtig. Wenn du dieses Video schaust, dann teile es doch einfach mit Leuten, die sich eventuell dafür interessieren könnten. Und letztlich müssen wir einfach schauen, wie wir damit umgehen. Diese Frage, Julia, höre ich so oft, ja, Julia, wann ist die Schulpflicht? Was denkst du? Wie lange dauert das noch? Und dann schreibe ich immer drunter, ja, das weiß ich natürlich nicht ganz genau, aber es kommt natürlich auf jeden Menschen auch einzeln an, weil wenn wir viele Menschen haben, die diese Frage stellen und dementsprechend auch warten wollen, bis dann das ausgesessen ist sozusagen, ja, dann ist es letztlich für die Bewegung nicht so gut. Also wenn ich jetzt sage, ja, in einem Jahr lehn dich mal zurück und so lange könnt ihr das noch überbrücken, dann fällt die Schulpflicht, was ich natürlich niemals machen würde, weil ich das gar nicht weiß, dann fehlen so viele Größen in der Bewegung, ja? Also, denn jeder Mensch, jeder Einzelne, der sich auf den Weg macht, der dann neue Lösungen sucht, entweder innerhalb des Systems, oder außerhalb des Systems, also indem er einfach hier bleibt und das eben hier durchzieht oder eben auswandert oder reisend ist, jeder Einzelne ist so wichtig, ja? Und wenn wir jetzt fragen, wann fällt die Schulpflicht, ja, durch wen soll sie denn fallen? Die kann ja nur durch uns fallen. Und letztlich ist dann gar nicht mehr die Frage, wann fällt sie, sondern es ist die Frage, wie gehst du mit der Situation jetzt um, im Hier und Jetzt? Wie realistisch schätzt du ein, dass dein Kind noch lange glücklich ist? Wie lange würdest du denn dein Kind noch, ich will jetzt nicht sagen quälen, aber wie lange würdest du dein Kind denn noch hinhalten, bis es dann endlich frei und selbstbestimmt lernen kann? Ein halbes Jahr? Ein Jahr? 2 Jahre? Wie lange würdest du warten, wenn jemand sagt, ja, dann ist die Schulpflicht vorbei? Würdest du dann 3 Jahre lang das mitmachen, wenn es für euch nicht mehr stimmig ist? Und ich sage jetzt hier nicht, dass es nicht für manche Leute noch stimmig ist, in die Schule zu gehen. Aber ich bemerke und kriege natürlich viel mit, dass das häufig immer
krassere Beispiele auch sind, dass es den Kindern eben nicht mehr gut geht. Und wenn jeder, der das merkt, auch ins Handeln kommt, in irgendeiner Form, und da würde ich überhaupt nicht einschätzen, das ist gut, das ist schlecht, aber in irgendeiner Form etwas tut, um diesen Missstand anzuprangern, in irgendeiner Form, entweder er sagt, reicht mir hier, ich gehe, oder er sagt, ich kämpfe das hier durch, oder er sagt, ich beschwere mich, ich spiegel das mal dem System, ich rege mich auf, ich stehe auf der Matte, ich ärgere die Lehrer auch, wenn sie mein Kind ärgern, ja. Ich lasse es nicht einfach geschehen und warte ab. Das ist so unendlich wichtig jetzt in dieser Zeit, und dann ist die Frage eigentlich egal, weil genauso wie zu dem Video, was ich schon mal gemacht habe, verlinke ich euch oben, mit dem Vorbereiten auf die Schule, ja, wegen Kita frei, ja. Ihr Kind wird mal nicht gut klarkommen in der Schule. Dann verlegen wir unsere Ängste in die Zukunft. Und was jetzt ist, wird völlig egal. Das heißt, wenn sich das Kind jetzt nicht wohlfühlt in der Kita, ist egal, schicke ich trotzdem hin, weil ich habe ja Angst, dass hier in der Schule dann irgendwas schief geht deswegen. Und genauso wäre es auch, wenn wir warten auf ein Datum X, dann fällt das Ganze. Dann ist uns jetzt egal, wie es unserem Kind geht, denn wir warten ja dann auf diesen Punkt. Und es geht eigentlich um diese Initiation. Es geht darum, mit dem, was jetzt ist und mit dem, was wir hier drin fühlen, also mit den äußeren Rahmenbedingungen und mit unseren inneren Rahmenbedingungen, für das jetzt eine sinnvolle Lösung zu finden, damit es unserem Kind gut geht, damit sich unser Kind wohlfühlt und wir natürlich in der Folge genauso. Und was du tust, ist ganz egal. Hauptsache, dieses Gleichgewicht ist wiederhergestellt für dich. Du fühlst dich befreit, du fühlst dich so, dass du was getan hast, um etwas zu verbessern. Aber wenn wir nur warten auf einen Punkt X, dann werden wir nichts verbessern, dann warten wir. Weil wenn wir warten, warten wir, dann machen wir ja nichts, ne? Und das ist einfach das, was ich euch in diesem Video jetzt rüberbringen wollte, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ihr könnt es gerne teilen. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und vielen Dank für alle eure tollen Kommentare und für eure Unterstützung. Und ja, ich freue mich total, dass ihr immer mit dabei seid, und wünsche euch ganz viel Kraft und Liebe. Bis zum nächsten Video. Eure Julia. Ciao. Lass uns eine leichtere Geschichte